Grüß Gott und hallo liebe Deutschlerner und Deutschlernerinnen zu unserem Video TELC Deutsch B1 schriftlicher Ausdruck. Sie haben von einer Freundin folgenden Brief erhalten. Wien, liebe Lieber, wie geht es dir? Erst einmal herzlichen Dank für deine Karte aus München, über die ich mich sehr gefreut habe. Du schreibst, dass du dort einen dreimonatigen Deutschkurs in einer Sprachschule gemacht hast. Das finde ich wahnsinnig interessant, da ich auch gerne so einen Deutschkurs machen möchte. Du musst mir unbedingt ein bisschen darüber erzählen, denn das könnte mir sehr helfen. Ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Herzliche Grüße, Marianne. Antworten Sie auf den Brief. Schreiben Sie etwas zu den folgenden 4 Punkten. Ihre Fortschritte beim Deutschlernen. Wie der Deutschunterricht war. Wie Ihr Kontakt mit den anderen Kursteilnehmern war. Was Sie in Ihrer Freizeit unternommen haben. Bevor Sie den Brief schreiben, überlegen Sie sich eine passende Reihenfolge der Punkte, eine passende Einleitung und einen passenden Schluss. Vergessen Sie nicht Datum und Anrede. Athen, 20.05.2000. Liebe Angela, wie geht es dir? Mir geht es gut. Vielen Dank für deinen Brief, über den ich mich sehr gefreut habe. Diese Einleitung könnt ihr auswendig lernen, aber natürlich nur, wenn es euch tatsächlich gut geht. Wenn ihr gerade krank seid oder im Krankenhaus liegt, dann müsst ihr natürlich schreiben, mir geht es nicht so gut. Da eure Freundin euch hier ja fragt, wie der Deutschunterricht war, ist es gut, wenn ihr hier mit einer indirekten Frage beginnt. Du fragst mich, wie der Deutschunterricht war. Also, ich fand den Unterricht toll, weil der Lehrer sehr gut und sympathisch war. Ein Nebensatz ist auf B1-Niveau sehr wichtig, weil und das Verb, das konjugiert wird, natürlich am Ende. Wir haben den Wortschatz und die Grammatik nicht nur mit interessanten Übungen, sondern auch mit lustigen Spielen gelernt. Achtet bitte darauf, wenn ihr einen Satz im Perfekt schreibt, dass das Partizip tatsächlich am Ende des Satzes steht. Gut in einem Brief ist auch, wenn ihr Doppelkonjunktionen benutzt, hier zum Beispiel nicht nur, sondern auch. Deshalb habe ich natürlich auch große Fortschritte beim Deutschlernen gemacht. Auf keinen Fall solltet ihr Sätze immer mit dem Subjekt, also in meisten Fällen mit Ich beginnen, sondern mit passenden Konjunktionen. Hier zum Beispiel mit deshalb. Zum Beispiel kann ich jetzt viel besser sprechen und auch Texte schreiben. Mit der Grammatik habe ich aber immer noch Probleme, besonders mit diesen trennbaren Verben und den vielen Präpositionen. Ein sehr guter Übergang zum nächsten Punkt ist, du möchtest auch wissen, wie der Kontakt mit den anderen Kursteilnehmern war. Also wieder ein indirekter Fragesatz. Stell dir vor, die Kursteilnehmer kamen aus 10 verschiedenen Ländern. Von Spanien über Russland bis Indien war alles dabei. Wir haben uns sehr gut verstanden. Und so herrschte in der Klasse immer eine sehr gute Atmosphäre. Nach dem Unterricht haben wir uns auch oft getroffen und etwas gemeinsam unternommen. Achtet hier wieder auf die Perfektsätze. Statt mit dem Subjekt zu beginnen, beginnen wir hier mit dem Adverb der Zeit. In meiner Freizeit habe ich viele Sehenswürdigkeiten besichtigt, meistens mit den anderen Kursteilnehmern zusammen.
Außerdem musste ich natürlich auch Hausaufgaben für den Kurs machen, Präsentationen vorbereiten und so weiter. Und weil ich begeisterte Radfahrerin bin, habe ich mir dort ein Rad gemietet und viele Radtouren gemacht. Und hier jetzt der Schluss des Briefes. Wie du siehst, war es eine tolle Erfahrung für mich und ich kann dir so einen Kurs wirklich empfehlen. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schreib mir wieder. Jetzt muss ich schließen, weil ich zum Zahnarzt muss. Lieben Gruß, Antonia. So, das war's wieder von Deutsch Global. In unserem Kanal findet ihr noch viele weitere Videos zu Prüfungsvorbereitung, Grammatik, Wortschatz und so weiter. Falls ihr gerade vor einer Prüfung steht, wünschen wir euch viel Glück, Erfolg und toi toi toi. Euer Deutsch Global Team. Ciao.